Hallo, ich bin der Arthur Renz. Wir machen heute Rehspieße auf dem Rosmarinzweig mit Kirschtomate, Schalotten und ein wenig Speck. Das da können wir dann hinterher nehmen zum Grillen. Man kann es auch in der Pfanne braten, aber auf dem Grill schmeckt es viel besser. Noch. Ja, da habe ich jetzt ein schieres Rehfleisch aus der Keule raus. Das kann man dem Metzger oder auch dem Jäger mal sagen. Der soll es einem so zerlegen. Man kann es auch vom Rücken nehmen. Ist genau gleich das Fleisch. Der Rücken ist ein wenig teurer. Zum Grillen würde ich nicht unbedingt den Rücken nehmen, weil er einfach vom Preis her muss es sein. Da kann man aus dem Keule genauso schöne Stränge rausholen. Das ist jetzt das Frikando. Das passt ganz gut dazu. Da tun wir jetzt die Sehne entfernen. Muss alles wieder weg. Da fahren wir einfach so zwischen rein. Zieht es ab. Und das ist, die Sehnen, die sind einfach hart. Wenn man kurz brät das Ganze, dann zieht sich das regelrecht zusammen und man kann da nicht drauf beißen. Das ist wie Gummi denn. So, jetzt habe ich hier die Sehnen alle weg. Und man sieht, die Fasern laufen so. Eich, leichte Gegend. Und jetzt schneiden wir das Fleisch auch dagegen, immer dagegen. Wie früher halt auch. Beim Lehrer. Jetzt haben wir das Fleisch ganz leicht. Wenn die Fasern so sind, aufgestellt, da muss leicht klopfen noch. Nur ein klein wenig. Daher auch. Da gibt es eine schöne Plattform, wildaufwild.de. Da kann ich mal nachgoogeln oder auch schauen, wer hier in der Gegend oder bei ihm in der Gegend Reh verkauft, Rehfleisch verkauft, Rehbrett. Da gibt es genügend Anbieter. Und da sieht man auch, welche Gastronomen Reh aus der Region denn beziehen. Das bezieht sich aber auf deutschlandweit, nicht nur hier Baden-Württemberg oder so, hier in der, oder im Allgäu. Denn die Kirschtomaten, das sind jetzt Flaschentomaten, das ist ein bisschen geschmackiger noch. Halbierer. Schalotten nehme ich gerne mal her, die sind einfach weicher. Die brechen wir jetzt raus, da brauchen wir nicht so viel, sonst ist es zu dick, was da drauf aufgetragen wird. Die ziehen sonst nicht durch. Und noch ein Speck. Der gibt einfach noch einen kleinen anderen Geschmack dabei. So, und jetzt gehen wir her und das Fleisch zuvor mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt habe ich da einen richtig schönen Rosmarinzweig und gehe daher, packe den oben am Schopf und ziehe den so ab. Das da legen wir dann einfach in den Grill rein beim Smoken. Da gibt es einen richtig tollen Rosmarin-Duft auch noch. Einfach so durch, richtig vor. Und so kommt der Rosmarin-Geschmack einfach auch ein bisschen rein, vom Stängel noch. Viel ist jetzt nicht, also nicht, dass man jetzt meint, das Ganze schmeckt jetzt nur nach Rosemarie. Nein. Kleines Stück, schönes Fleisch. Da tun wir jetzt noch ein klein wenig Olivenöl drauf. Und lassen das so eine halbe Stunde ziehen und dann kommt das auf den Grill. Dann machen wir jetzt unseren Sellerie-Dip. Das ist eigentlich eine Ableitung vom Waldorfsalat. Waldorfsalat ist so ganz klassisch mit Mayonnaise, Sellerie, Apfel und Walnüssen. Ich lasse die Mayonnaise raus und ich grill das Ganze noch. Man könnte jetzt die Scheiben, so wie sie sind, in den Smoker reinlegen, wenn man möchte. Ich schneide gleich kleine Waffeln. Das ist eine feuerfrische Stahlpfanne. Die Walnüsse dazu, die können wir noch ein bisschen drücken. Ein Salz. Und Olivenöl drauf. Und so tun wir das Ganze jetzt einfach in den Smoker reinstellen und lassen das garen, bis es richtig weich ist. Ja, dann machen wir uns unseren Weihrauchsalat fertig oder den moderner Art, ganz leicht. Da kommen jetzt nur noch die Birnen rein, durch die feine Raffel. Ich darf schon eine kleine Struktur sehen. Ich lasse gerne die Schale dran, dann haben wir ein bisschen mehr Farbe drin auch. Dann ist nur noch weiß. Ausschaut jetzt schon mal gut. Machen wir einen Schuss Essig drauf, einen Weißweinessig.
dass nämlich die Birnen nicht gleich braun werden. Das ist jetzt ein ganz leichter, klassischer, toller Dip. Lass mal rein, das zieht er noch ein wenig durch. Gut, fertig. Dann jetzt unsere Spieße. Die haben wir ja mariniert schon, alles schön gesteckt. Die kommen jetzt auf den Grill. Den Grill werden wir vorher noch ganz leicht ein bisschen mit Öl bepinseln. Und jetzt legen wir die Spieße einfach auf. Ja, jetzt braucht es so von jeder Seite ca. 2 bis 3 Minuten. Und danach dürfte es fertig sein. Es darf hier ruhig rosa sein.